yeah, 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 yeah. Brassy girls everywhere, titty ass hands in the air. So party over here, shaking for the man of the year. Met man of the year, met man at a bounce. Brassy girls everywhere, titty ass hands in the air. So party over here, shaking for the man of the year. Met man. Guten Morgen, es ist 8.42 Uhr, meine Augen sind noch ganz klein und ich gehe jetzt ins Training. Und ich habe mein Training grundlegend umgestellt, ich trainiere jetzt dreimal die Woche, also dreimal die Woche auf auch Grundübungen basiert und ein Accessory Workday. Ich habe einfach mehr Volumen in der Universität jetzt und muss mehr hingehen und dementsprechend ich einfach nicht mehr so viel Zeit habe. Und da sind einfach die 6 Trainingseinheiten in der Woche nicht mehr drin. Und wie ich das jetzt geregelt habe, dass ich nur noch dreimal die Woche trainiere, zeige ich euch jetzt anhand von ein paar Videos. Ich werde jetzt einfach mal das erste Training abfilmen und das online stellen. Und ich hoffe dann gleich verfahren zu können mit dem zweiten und dritten dann auch noch hinterher, damit ihr seht, wie das Ganze dann am Ende des Tages aussieht. Viel Spaß damit, wir sehen uns im Gym. YouTube, Squats. Dreimal in der Woche Squats. Ich hasse Squats mittlerweile. Aber ich habe schwer an meiner Ausführung gearbeitet. Und ich brauche jetzt keine Plättchen mehr unter den Häkchen und habe die Stange auch etwas mehr Lowbar liegen. Trotzdem squatte ich noch sehr aufrecht, um einfach auch genug den Oberschenkel zu involvieren. Aber auf jeden Fall geht das Ganze jetzt deutlich besser von der Hand. Und wie gesagt, dadurch, dass ich jetzt dreimal die Woche squatte, muss ich halt irgendwie auch eine vernünftige Ausführung dabei behalten. Also die Trainingstage sind jetzt montags, mittwochs und freitags. Eingeleitet werden jedes Mal halt durch eine Squat-Bewegung. Ich mache jetzt hier die normalen Squats in der ersten Einheit. In der zweiten Einheit mache ich Pause Squats, also mit einer Pause unten zwischen der konzentrischen und exzentrischen Bewegung oder andersrum. Und die dritte ist wieder eine normale Squat-Einheit. Und so kriege ich auf jeden Fall mein Volumen. Es ist jetzt eine Squat-Einheit in der Woche mehr, also mein Volumen ist dadurch gestiegen. Ich habe es natürlich ein bisschen angepasst an den Rep-Ranges. Also ich mache jetzt hier die 4x6. Ich mache fast immer 4x6. Ich glaube, ich mache einmal 5x5 oder so, ich weiß gar nicht. Müsste ich jetzt mal schauen, aber so sieht es in etwa aus. Also, jedes Training wird mit Squats eingeleitet und dadurch wird auch das Volumen gesteigert und ich kriege hoffentlich ein bisschen dickere Beine. Deadlift, gefolgt von Deadlifts, ist am ersten Trainingstag, also am Montag, die zweite Übung. Und am Freitag mache ich die Sumo-Deadlifts. Das heißt, ich mache zwei Deadlift-Einheiten in der Woche und habe da das gleiche Volumen beibehalten, wie ich es auch in meinem vorigen Zyklus gemacht habe. Mache aber dann in diesem Fall jetzt die 5x6 Wiederholung und hoffe dadurch ein paar mehr Gains zu bekommen. Also das Volumen wird halt ein bisschen angehoben, aber nicht die Frequenz. Also ich werde das nicht öfter machen, das Ganze. Im Gegensatz zu den Squats. Squats waren da übrigens gerade mit 165 Kilo und die Deadlifts sind jetzt hier mit 175. Das war schon ziemlich schwer. Es ging mir ziemlich auf den Sack an dem Tag. Aber das seht ihr ja anhand des Videos schon. Ich finde es immer ein bisschen unfair. So sieht auf den Video immer relativ einfach aus und als würde es echt gut von der Hand gehen, dabei sterbe ich gerade 1000 Tode so. Aber naja, muss man durch. It's all about the gains, baby!
Gut, macht Spaß. Mehr haben wir noch, und zwar die Pause Bench Press. Ich habe da auch ein bisschen an meinen Ausführungen gearbeitet, das sieht man schon, wie ich da die Bench approache, quasi mich da reinlege. Ja, also ich mache jetzt an jedem Trainingstag dann, also die drei, auch eine Bench Press Übung, Bewegung. Ich mache jetzt hier am ersten Tag eine Pause Bench Press, also es soll eine Pause sein da, was ich da unten mache. Und am zweiten Tag, also am Mittwoch, mache ich quasi Tap and Go, also ohne Pause. Und am Freitag mache ich wieder die Pause Bench Press und hoffe mir dadurch halt auch mal ein paar mehr Gains im Brustbereich, was ich bitter nötig habe. Und ja, dadurch erhöhe ich auch das Volumen gleichzeitig. Ich hatte vorher 2 Einheiten in der Woche Push, das werden dann jetzt 3. Und runde das noch mit ein bisschen Accessory Work ab. Ich werde das mal in den anderen Videos zeigen. Ich mache jetzt gleich am Anschluss, also an diesem Tag jetzt auch noch Accessory Work. Und zwar für den Rücken. Das seht ihr aber gleich noch, weil ich die Übung aufgenommen habe. Und im Großen und Ganzen sieht es dann so aus, dass eigentlich jedes Training zum gewissen Teil ein Ganzkörpertraining ist. Hier liegt der Fokus jetzt aber eher auf der Push-Seite so, weil es gleich eher ein bisschen auch mehr Bizeps-lastig sein sollte, das Ganze. Beziehungsweise die Accessory Bodybuilding-Type-Übung. Und dann so mache ich halt 3 Einheiten, die ich vorher an 3 Tagen hatte, jetzt an einem Tag. Und dann 3-mal die Woche, also außer die Deadlifts. Aber mal sehen, wie ich damit fahre. Ich habe Bock drauf, so, es macht Spaß, geht gut von der Hand. Ich habe gar keine Probleme, es ist auch cool, nicht jeden Tag halt ins Gym rennen zu müssen, sondern nur 3-mal in der Woche, beziehungsweise 4-mal. Ne? Der Accessory Workday kommt noch dazu, auf den gehe ich dann auch nochmal ein, an geeigneter Stelle. Und ja, gönnt euch! Ich hatte ja gerade schon damit gedroht, noch die Accessory Work einmal aufgenommen zu haben. Das ist jetzt auch ein Satz. Ich mache das Ganze in 4x8, also sehr hypertrophielastig in dem Sinne. Und um jetzt hier im Fokus den Bizeps zu treffen und den Rücken natürlich auch. Ich versuche mich ein bisschen sehr auf den Bizeps zu konzentrieren und da noch ein bisschen mehr Fokus drauf zu bekommen. Also es ist eigentlich so ein bisschen meine Bizepsübung auch. Und davon mache ich genau 4x8. Das variiert immer nach den 3 Hauptübungen pro Training, mache ich da was anderes. Könnt ihr den Fettsack noch ein bisschen betrachten in der Umkleide? Ich habe ein bisschen abgenommen. Das sind jetzt hier runde 85 Kilo genau. Und ja, da soll man kommen. Wie gesagt, man muss halt auch ein bisschen on point sein. Let's do it. Wir sehen uns nächstes Mal.